Ah, das mit Zoe können wir auch noch machen. Später. Nicht jetzt. Jetzt kümmern wir uns erstmal hier um das Überbringen der Nachricht. Adelaine! If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Wie wär's mal mit Hallo? Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? Yeah, du musst Adelaine sein. I've been called that among other things. Green Thumb, Grandmother. Aber Adelaine ist ein Name, das andere nicht. But yes, Adelaide will do just fine. Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just... You got such pretty trees in here. Why, thank you. You're Robert's girl, aren't you? I remember when you were but a sprout. Thomas speaks of you often. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it. Tabakmeistee? But it's been cleaned. Ist das dein Gewächshaus? The garden belongs to us all. Life is the gift of the universe, and the universe yields its bounty equally, absent of prejudice. Ich bin überrascht, dass es dir gelungen ist, hier draußen etwas zum Wachsen zu bringen. The soil around the vale went sour years ago, but I found a way to sweeten it back up. The secret recipe is a little bit of elbow grease, a dash of love, and a heaping pile of special fertilizer. Sieht so aus, als hättest du hier draußen ein Zuhause aufgebaut. A home for anyone who's ever turned their backs on Edgewater. A home for those of us with nowhere left to go and nothing to lose. So like the spores of the puffball cast on the wind and alighting on fresh soil, we put down new roots. Wieso hast du dein altes Zuhause verlassen? It is an unpleasant story, dear. But the short of it is that sometimes one wakes up and realizes the place that was once her home for much of her life has changed. The home in which we spent our lives has left us behind, and so we must move on. And that is as much as I will say on the subject. Okay, Reed hat mich geschickt. Reed Thompson? You here on behalf of that cold-eyed reptile? A reptile! What's Reed's idea of peace, then? Na, wir lügen jetzt aber nicht. Ja, das letzte ist so geil. Irgendwas mit entweder ihr kommt in die Stadt zurück oder ihr verliert eure Energie. Ich habe nicht richtig zugehört. Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. Natürlich. I and my own are living just fine out here by ourselves. Reed hat mich gebeten, eure Energie zu ihm umzuleiten. Er hat ein Geothermik-Kraftwerk erwähnt. He would do such a thing. Question is, why would you agree to his plans? Why would you agree? Euer Lager hat einen Energieregulator, den brauche ich, um mein Schiff zu reparieren. Canary's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the Canary's guts and leave us be. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious Canary. Seems the sort of thing a hero would do. Eigentlich will ich ja, wenn wir ehrlich sind, wollen wir uns ja gar nicht da so rein verwickeln lassen. Ich benutze mal das. Well, if it's all the same to you, then you ought to divert power over to us, shut down Reed's cannery and scrap it for parts. Ja, wenn man es so nimmt. Seen that miserable excuse for a town with your own lamps. Hollowed out workers laboring their lives away at the cannery, living off whatever scrap spacer's choice throws. Ja, das habe ich gesehen und gehört. That's true, don't you, Miss Holcomb? Your father died of overwork. Oh. His heart gave out. He was tired all the time, sure, but he was old, ma'am. Ach, jetzt versucht er doch nicht zu relativieren. Look what they did to this child. Lost her family to the company and still she defends them. Ja. Du hast deinen Standpunkt mehr als deutlich dargestellt. Ich sehe mal, was ich tun kann. Es gefällt mir nicht, dass hier
dass du ihr das vorwirfst, um mich auf deine Seite zu bringen. Doch, finde ich in Ordnung. Was hast du gegen Menschen, die versuchen, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten? Sagen wir mal, ich würde helfen. Was passiert dann mit Edgewater? Life in Edgewater grinds to a halt. The cannery shuts down. Workers desert in droves. And our own little camp grows and thrives. You bring power to Reed's town and you'll be killing us. Reed knows it. He's counting on it. Da hast du aber allerdings auch recht. Das finde ich ein bisschen. Das immer, solche Sachen sind immer schwierig. Das könnte natürlich jetzt auch darin arten, dass da nur noch Chaos ist und die sich eh alle gegenseitig dezimieren. Oder es könnte natürlich darin arten, dass die alle dahin gehen und sich dann eine andere Stadt aufbauen, die nicht darauf aus ist, irgendeine Firma reich zu machen. Schwierig. Ich drücke mal den falschen Knopf. Tagebuch. Aber ich will das eigentlich noch gar nicht. Also das können wir jetzt eigentlich noch gar nicht machen, weil wer weiß, ob dann die Aufträge hier noch machbar sind. Da würde ich ja lieber dann nochmal die Nebenaufträge machen. Komm, wir gucken uns mal nochmal das Zimmer von dem Mädchen an. Oder auch nicht. Sondern reden erstmal mit ihmchen hier. You hungry? We got canid ribs, canid flank, canid snout too. Something I can help you with? Ich brauche nichts zu essen, danke. You mean Zoe? Yeah, we were pretty close. Not like her to go loping off. Was am Tag von Zoes Verschwinden passiert? Zoe and I were gonna watch the cereals, as is our custom. She never turned up. I looked around, but she was nowhere to be found. You sound like some type of corporate fixer asking all Nee, ich wurde hier. Zoe was always obsessed with cereal. Masked marketeer. A scion of Byzantium turns to banditry and teaches his marauder companions the wisdom of free market economics. Shame she up and vanished when she did. I had a surprise lined up for her. Surprise? The other day I got my hands on a genuine copy of the latest Masked Marketeer. I was gonna surprise Zoe with it, but she was gone the next day. Hmm. Can't say I recall Zoe ever acting strange. Well, except for her habit of writing things down on scraps of paper. She called it journaling, but I think it's just plain odd. Ja, oh mein Gott, lass er doch. Hey, I got time. Hey, I got time. What are you selling? What are you selling? What are you buying? Boah, Schloss knacken plus 5. Ich glaube, den Helm nehme ich auch mit wegen der. Oh, Alter. Pff. Wie kommt der denn an so eine Schusswaffe für so viel Geld? Wow. Wie kommt der an sowas ran? Das frage ich mich ja jetzt ernsthaft. Schon wieder der falsche Knopf. Ich hab das aber auch. Ich drücke immer irgendwie den falschen Knopf. Was ist das hier? Ein Sturmgewehr. Cool. So. Ach so, ich hab. Nee. Ich muss auch verkaufen. Ich wollte schon sagen, habe ich das jetzt zweimal, das Ding? Ja, komm, weg damit, weg damit, weg damit. Nee, reparieren ist mir zu teuer. Das mache ich lieber selber. Jetzt gehen wir nochmal in Zoes Zimmer. Zoes Tagebuch, Seite 12. Tja, nun ist es soweit. Entschuldigung. Tja, nun ist es soweit. Kein Edgewater mehr für mich. Keine Konservenfabrik mehr. Keine Overalls und Handschuhe. Kein Ja, Madam. Und darf es noch etwas sein? Keine Ahnung, warum ich das für die Nachwelt niederschreibe. Ich habe die Konservenfabrik gehasst und ich glaube nicht, dass ich je das Tagebuch zur Hand nehmen werden muss, um mich daran zu erinnern. Oh, wow, damals. Da hatte ich aber das Veil gehasst, was? Nur weil ich krank wurde.
Jeder wird mal krank. Okay, vielleicht werde ich krank und habe mir dann etwas zu viel Adrenaline geschnappt. Ist das vielleicht ein Verbrechen? Ich muss mich doch behandeln, wenn ich krank bin oder nicht. Was ist aus persönlicher Verantwortung und Überleben aus eigener Kraft geworden? Ach, aber du unterschlägst eine Kiste Adrenaline und plötzlich bist du eine Schwerverbrecherin. Tja, man darf halt nicht krank werden, ne? Also eigentlich schon, aber nicht mehr in dieser Zeit. Okay, jetzt habe ich das einfach mitgenommen. Zoes Tagebuch, Seite 22. Wo sind denn Seite 1 bis 11 und 13 bis 21? Achso, sie fängt das Ding wieder mit Tja an. Ich habe gedacht, das wäre der gleiche Satz, also gleiche Zettel. Tja, heute ist es soweit, Zoe. Heute ist der Tag, an dem du dein Schicksal in die eigene Hände nimmst, Hardende. Ich habe Grace zugehört, wie sie über den Plünderer als Bedrohung sprach. Banden von wilden, freigeistigen Banditen, die in Lagern draußen in den Hügeln leben und sich an Feuertonnen wärmen. Wahrscheinlich haben sie die Köpfe ihrer Feinde auf Stangen gespießt, als Warnung für Leute wie mich. Und da leben sie bequem und leicht, frei von allen Regeln. Wenn sie organisiert wären, könnten sie bestimmt die ganze Region übernehmen. Ich habe ein wenig von Adelaines Essen eingeheimst und einige Dosen Saltuna habe ich auch noch. Sorry fürs falsch lesen. Wenn ich damit vernünftig umgehe, reicht das ein paar Wochen. Und etwas Adrenaline habe ich auch noch. Jeder mag Adrenaline, selbst Plünderer, nicht wahr? Ich wette, wenn ich ihnen ein paar Spritzen volle Adrenaline verspreche, lassen mich die Plünderer ihnen beitreten. Das wird großartig. Pass auf, Terra 2. Die Geschichte der Bandenkönigin Zoe hat gerade erst mit Ausgabe 0 begonnen. Eine ganze Gang Plünderer wird jeden meiner Wünsche erfüllen. Vielleicht komme ich sogar an etwas Resource. Yeah. Wenn man sich Sachen zu bunt vorstellt oder zu jung ist, dann passiert so ein Scheiß. Das wird sowas von nicht funktionieren. Ich rede nochmal mit ihr. Wow, sei mal nett. Aber ich kann sie gar nicht darüber informieren. Das finde ich ja ein bisschen doof. Aber gut. Hätte ja sein können, dass sie mitkommt oder so. Ja, die Zoe ist schon ein bisschen blöd. Also nicht blöd, ja, vielleicht doch, aber eher so hart naiv. What? Oh, shit. Leave me. Hä? Wie hat er denn jetzt alle Körperteile verloren? Aua! Jawohl! Aber irgendwie habe ich dieses Autoheilen gerade gar nicht mehr. Kann das sein? Huh. Naja, heilen wir mal ein bisschen. Boah, ich hätte gern mal Granaten. Oh. Oh. Zeitlupe! Wo ist sie denn hin? Wo bist du denn? Ach, da bist du. Da, oh, ich bin so bräsig, ey. Renn ich schon wieder da rein? Kinders, ey. Ich müsste mehr aufpassen.
Denn ich müsste, ich muss mehr aufpassen. Dann. Ich hab's gerade noch gesagt. Und ich renn schon wieder ins nächste hinein. Hier, diese Ständer sehen auch ein bisschen aus wie diese aus Fallout 4 für die Power-Rüstung da. Also mal wieder unnötig heilen. Gib mal das Geld. Ich muss mir auf jeden Fall noch mehr von diesen Lebensenergie-Dingern holen oder bauen. Ja, hier so viel zu deinem Banditenlager, Kollege. Wow, you crossed them all off, like some sort of heroic accountant running down a list. Teach me your ways. Nein. What? You mean Adelaide's little congregation of nature-loving nobodies? I could not possibly. Als wärst du kein Nichtsnutz. You, on the other hand, you were a sight to behold. If I had half your skills, I'd be the greatest outlaw the coast has ever seen. Du bist schon ein bisschen bekloppt. I'm great at clarifying. Wieso lebst du überhaupt noch? I don't know. The vital processes that constitute the miracle of life are mysterious and unknowable. Oh, you mean around these guys? The Marauders wouldn't hurt me. They love me. I'm practically their queen. Ja, klar. My natural charisma. I may have bartered them a few boxes of Adrena time, but I'm sure that's got nothing to do with it. Das hat alles damit zu tun. Du bist ja echt ein bisschen Banane in der Zwiebel. I got kicked out of Edgewater on account of falling sick with plague and stealing some medicine to treat myself. I'd heard some outlaws set up camp in the botanical labs. I decided to throw in with them, seeing as I always wanted to be an outlaw myself. Instead, what do I find but a bunch of former workers camped out around a greenhouse. I couldn't just go back to the cannery, so I was stuck with them. No. I insinuated myself into their company, see? And they didn't seem to mind one whit. I've got... Why? Adelaide wants me back on garden duty or something? Thanks, but I'm not going anywhere. This is where I belong. Ja, dann... Sei mal in der Stadt mit haufenweisen Toten alleine. I doubt that. Nobody in that camp really cared about me. Yeah, I suppose you're right. Also, he could carry on a conversation, unlike these hooligans. I'll take my stuff and head on back, I suppose. Yay. Grace is gonna be glaring knives at me, so I've got that to look forward to. Naja, wenigstens haben wir das auch fertig. Also, ja, ein scheiß Camp hier, du. War ich hier schon drin? Naja, anscheinend nicht. Dieses Mädchen ist ein bisschen ziemlich naiv, ist die. Tagebuch. Ach so, ja, genau. Kehre noch zu Grace zurück. Grace Nakimura. Muss ich gerade an was anderes denken. Ja, dass ich in zwei Fallen reingerannt bin, war natürlich auch ein bisschen blöd. Und unnötig, aber gut. Alter, den habe ich ja alles weggeschossen.
Ja, das Spiel ist zumindest nicht zimperlich. Ah, komm, wir versuchen mal, ob das was bringt. What is it? Ach, sei doch mal netter. We didn't always get along, but I'm glad to know she's safe. What happened anyway? Sie ist einer Gruppe von Plünderern beigetreten. Sie haben ihr nichts getan. Zoe joined up with a band of marauders. Zoe. The same Zoe who doesn't know a barrel from a tree. Well, I've heard stranger things. You pretty much did my job for me. Least I could do is pay you for your trouble. Let me know if I can do something for you. Yeah, Stufe 5. Begleitervorteile. Dein Begleiter ist eine Stufe aufgestiegen und kann einen neuen Vorteil erhalten. Geh auf die Begleiterseite im Register und drücke die Vorteilstaste, um die verfügbaren Vorteile einzusehen. Okay, mache ich erstmal mich, ne? Verteidigung wäre vielleicht auch nicht schlecht, ne? Aber Ausweichen benutze ich jetzt auch nicht so. Ach komm, wir packen diesmal alles hier rein. Ach, geh doch weg. Pavati. Vorteil. Was heißt das? Stürmisch gewieft. Verringert die Bedrohung, die ein Begleiter generiert, wenn der Gegner angreift. Was dazu führt, dass Gegner diesen Begleiter mit höherer Wahrscheinlichkeit ignorieren. Aha. Deine Technikfertigkeiten wird erhöht, wenn Pavati in der Gruppe ist. Erhöht die Bedrohung, die ein Begleiter generiert, wenn er Gegner angreift. Was dazu führt, dass Gegner diesen Begleiter mit höherer Wahrscheinlichkeit fokussieren. Das. Dann lassen die mich nämlich eher in Ruhe. Gut, speichern wir mal. Wie lange haben wir jetzt drauf? 2,5 Stunden. Gut, ich werde dann jetzt hier erstmal eine kleine Pause einlegen. Ja, es macht Spaß, sieht schön aus und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und ich würde das gerne noch ein bisschen fortführen, weil mit 2,5 Stunden hat man ja kaum irgendwas gesehen. Ne? Ja. Wenn ihr es mal gespielt habt oder euch drauf freut oder was auch immer, lasst in den Kommentaren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn wir dann wieder die Outer Worlds durchstreifen und welche Mission gehen wir dann an? Genau, wir machen hier die Nebenoperation Stirb Roboter. Also, bis dahin, danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.